Die Inhaftierung des Weltkorrespondenten Denis Yücel ist ein weiterer Schritt zur Einschränkung der Pressefreiheit in der Türkei. Was dort in den letzten Tagen und Monaten geschehen ist, Verhaftung von Journalisten, Entziehung der Arbeitsgrundlage für Journalisten, ist so nicht hinnehmbar. Die Pressefreiheit ist eines der höchsten Güter in der Demokratie. Ich fordere Frau Merkel und Herrn Gabriel auf, hier nicht nur Worte zu sagen, sondern endlich zu handeln und klarzumachen, dass für einen Journalisten mit deutscher Staatsbürgerschaft das genauso wenig hinzunehmen ist. Deshalb setzen Sie ein Zeichen. Ziehen Sie zum Beispiel die Bundeswehrsoldaten aus Incirlik ab. Setzen Sie ein Zeichen, indem Sie Herrn Erdogan nicht gestatten, hier in Deutschland für seine Verfassungsänderung die Demokratie einschränkt zu werben. Setzen Sie ein Zeichen, indem Sie den geplanten Besuch in der Türkei nicht stattfinden lassen. Pressefreiheit muss erkämpft werden, und da hat die Bundesregierung jetzt eine Aufgabe.